Hallo Leute, noch mehr Transferfutter für Werder und ein weiterer Neuzugang, der schon ein wenig länger feststeht, ist der Grieche Thanos Patsos. In Düsseldorf geboren, durchlief er eine Menge Jugendstationen von Bayer 04 Leverkusen und landete letztlich über den Umweg Rapid Wien und noch einige andere jetzt bei Werder Bremen. Für die Leverkusener zum Beispiel hat es damals nicht gereicht, dann wurde er nach Lautern verliehen, war dann auch in der Bundesliga für Greuther Fürth aktiv. Da wechselte er auch nur für so ein Appel und ein Ei hin und ein ganz kleiner netter Sidefact am Rande. Das einzige Bundesliga-Tor, was er gemacht hat, das hat er im Weserstadion gemacht beim 2:2 gegen Werder. Er weiß also in Bremen, wo die Tore stehen, nur demnächst darf er sie dann auch gerne für uns machen. Und generell kommen wir da auch schon zu einer Stärke von Patsos, die ihm zumindest nachgesagt wird, und das ist halt einfach ein strammer Schuss aus der Distanz. Naja, kann er ja ein bisschen was von zeigen. Zuletzt war er bei Rapid und da war er eigentlich immer gesetzt, aber Achtung, wenn er fit war. Verletzungen ziehen sich nämlich schon so ein bisschen durch seine gesamte Laufbahn und haben ihn immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Letzte Saison zum Beispiel verpasste er in Wien wegen eines Innenbandanrisses die letzten 8 Ligaspiele, auch nicht so geil. Auch in der Hinrunde hat er kleinere Blessuren gehabt, einen längeren Ausfall, auch wegen dem Innenband. Und auch wenn er diese Anfälligkeit, gerade bezogen auf spezielle Körperteile, seit er in Bremen ist, vehement natürlich anfechtet, es bleibt doch halt ein Fakt, dass in seiner Vita halt auch einfach eine lange Verletztenakte steht. Erstaunlich eigentlich, dass er dann im fitten Zustand meistens dann doch direkt immer wieder ein Starter war. Zeigt eigentlich auch das Vertrauen, das er in Wien genoss. Und vor allen Dingen steht das auch für den Stellenwert, den er da hatte. Aber seien wir mal ehrlich, in Deutschland wäre das schon in der Bundesliga eine andere Nummer. Da sind die Gegenspieler ein bisschen namhafter. Und da hat er sich halt nachhaltig in der Vergangenheit noch nicht beweisen oder empfehlen können. Hat allerdings jetzt auch in Wien eine Menge dazugelernt und kommt als anderer, gestärkter und viel erfahrener Spieler zurück. Aber dennoch muss man sagen, in einer wirklich starken Liga ist er den Leistungsnachweis natürlich noch schuldig geblieben. Und deshalb bin ich auch bei meiner Prognose gegenüber Patsos noch sehr vorsichtig. In Interviews hier in Bremen zeigt er sich ja eigentlich schon sehr forsch. Er selbst vergleicht sich erst nicht direkt mit Toni Kroos, aber auf die Frage hin, welchem Spielertyp er ähnelte, fiel dann der Name halt auch. Mutig, denn an solchen Aussagen wird man dann auch irgendwie in seiner aktiven Zeit natürlich auch gemessen. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Potenzial mit Sicherheit vorhanden. Der neue Sechser, den Werder sucht oder braucht, ich weiß es nicht. Und soweit möchte ich mich eigentlich auch gar nicht aus dem Fenster legen. Ich möchte ihm keine Qualitäten absprechen, ich möchte ihm aber auch keine Qualitäten andichten. Für die Breite war er sicherlich ein sinnvoller Transfer. Wenn er sich etabliert, umso besser. Ich bin aber auch der festen Meinung, dass er in Bremen mit der Konkurrenz es halt auch nicht so einfach haben wird, sich da in der ersten Elf zum Beispiel wiederzufinden. Sollte er allerdings ein Karagounis werden, so ein Zweiter, hätte ich auch kein Problem mit, umso besser. Den wollte Werder damals übrigens auch immer mal wieder haben. Und ablösefrei wird Werder schon nicht so viel falsch gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihn in den Pflichtspielen. Bisher macht er einen sehr soliden Eindruck. Aber am Ende heißt es dann doch so schön, es zählt auf dem Platz. Vor allen Dingen zählt es auf dem Platz in den Pflichtspielen. Und da kann er halt zeigen, was er dazugelernt hat und ob er genug dazugelernt hat. Leute, das war die Folge zu Patsos. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Transfer findet. Ich diskutiere es gerne wieder mit euch aus. Bis zum nächsten Mal. Adios.